So, angekommen am Ferienörtchen hier am Landgasthof Weibelhof. Und zwar in Gunzesried, Bleichach bei Sonthofen. Ja, das Wetter ist irgendwie nicht ganz winterlich, sondern es hat ordentlich Tauwetter eingesetzt. Aber diese Woche wollen wir wahrscheinlich noch einen Wintereinbruch erleben. Ja, und jetzt geht's auf eine kleine Einstiegswandertour und ihr seid mit dabei. Viel Spaß! Ja, und während der Volvo da hinten in Sonthofen irgendwo an einem Ladepunkt hängt und 4 Stunden braucht, um wieder voll zu werden, habe ich mich hier auf den Weg begeben an die Starzlachklamm. Das ist hier eine kleine Einwanderung heute. Etwa 7 Kilometer dauert die Runde. Mal sehen, ob es überhaupt offen ist. Komm mit. Da geht's lang. Ja, das ging jetzt schon ein paar Stufen hinauf, aber das ist ja gut für den Fitnessplan. Jetzt wird es ein bisschen rutschig, denn hier sind noch Schneereste und da vorne ist der Eingang zu der Klamm zu sehen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das im Winter geschlossen ist. So, es ist zwar geschlossen, man kann nicht bezahlen, aber die Tür ist auf. Betreten auf eigene Gefahr. Los geht's! Wow, das ist super. Ich habe die Klamm, die Starzlachklamm, ganz für mich alleine und klettere hier entlang und erfreue mich des Ausblickes. When they sing and dance, oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you. Atemberaubend, herrlich, genial, außergewöhnlich. Mir fehlen die Worte für dieses Erlebnis hier heute. Beauty lives in me too.
Kamera abgestürzt. Aber der DJI geht ja nicht so schnell kaputt. So, diese Art hier zu klettern erinnert doch ein bisschen an Norwegen. Präkistolen hoch. Immer so Steine als Stufen. Ja, und geht gut hoch. Was ja dem Fitness- und Abnehmprogramm zuträglich sein dürfte. Ja, so, wollen wir mal gucken, ob wir hier hoch joggen. Juhu! Wunderbar ist das hier. Ganz klasse. Und wieder Wald. Wald, Wald, Wald. Ganz klasse. Ui. Aber eigentlich erinnert das Ganze an das Abenteuer in der Teufelsschlucht in der Eifel vor einem Jahr. Alles gleiche, die Treppen, die Felsformation. Ja, die Teufelsschlucht. So ähnlich ist das hier. Aber besser, weil diese Klamm, die gibt's da halt nicht. Und die ist schon echt spektakulär. So, jetzt richten wir mal einen Blick nach oben. Boah, dunkle Felsen. Ja, ist cool hier. Diesen Weg müsst ihr gehen. So, nach einer schönen Kletterpartie sind wir hier oben angekommen. Alpe Topfen. Oh, Milch, Käse, Brotzeiten. 50 Meter rechts. Ob es das auch im Winter gibt? Ich habe so meine Zweifel. Aber wir werden es sehen. Und wenn es da ist, dann seid ihr wie immer mit dabei. Ja, und das hier ist der höchste Punkt der heutigen Tagestour. Schön zu sehen, die Allgäuer Alpen. Eine Wiese. Und die versprochene Alpe. Ganz schön windig ist es hier. Und geschlossen. Und von hier trete ich jetzt den Abstieg an, zurück nach Winkel und dort ja noch nach Sonthofen, wo der Volvo schön lädt an einer Ladesäule mit Wechselspannung. Er braucht also 4 Stunden, bis er voll ist. Und genauso lange dauert die Wanderung hier. Das trifft sich natürlich hervorragend, dass ich zurückkomme und der Wagen ist vollgeladen. Das finde ich klasse. Ja, der leichte Nieselregen macht mal gerade eine kurze Pause. Und ich denke, dieser Baumstumpf hier ist der ideale Startplatz für Mavic 3. Schauen wir mal, ob wir rechtzeitig genug ankommen, um eine Blockiergebühr zu vermeiden. So, schnell als erstes den Ladevorgang beenden, Entriegelungsknopf drücken, Stecker ziehen. So, ist der Ladevorgang beendet und jetzt schauen wir mal auf das Display. Yay, geschafft! 5 Minuten später und es wäre zu spät gewesen, aber so sind wir noch mitten in der Zeit. Klasse!
So, und wo befinde ich mich heute? Genau, an der Hochschanze in Oberstdorf. Da wurde ja vor ein paar Tagen noch fleißig gesprungen. Und heute fahre ich mal mit euch da oben, ganz oben hoch. Viel Spaß!